So, here we are. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir in Minecraft Hardcore mal diese Maya-Stadt begonnen haben. Die ich dann irgendwann nicht mehr weitergebaut habe, weil mir das irgendwann auch einfach ein bisschen zu viel wurde und ich andere Sachen machen wollte. Also ich bewundere das ja echt, wie andere Streamer das teilweise schaffen. Wirklich teilweise jahrelang. Also Philsar ist, glaube ich, schon seit... Ich glaube, der ist an jedem seiner Projekte, was er macht, 2 Jahre irgendwie am Stück dran. Und der streamt 3-mal die Woche über mehrere Stunden. Looney ist, glaube ich, seit seine neue Welt begonnen hat, dran mit seiner Base noch, weil die einfach so mega riesig ist. Aber ich kann das halt einfach nicht. So, wir gehen mal kurz in die Welt. Einige von euch haben sie schon mal gesehen in einem anderen Stream. Das ist die Welt, wo ich die ganzen Maya-Gebäude versuche, in Minecraft zu übertragen. Das heißt, wir sehen ja die ganzen Prototypen. Hier sehen wir noch die Burg. Die ist, ich habe gestern noch festgestellt, ich hatte hier die Wände gar nicht hochgezogen. Das habe ich nur in der fertigen Version gemacht. Hier der Tempel, den ich halt auch, also hier habe ich ja nur das Drahtgitter. Das war das Erste, was ich gemacht habe hier. Das ist bestimmt auch schon 5 Jahre her. Genau, ich glaube, das war noch bevor ich mit meinem Freund zusammengezogen bin. Das hier ist die erste Version gewesen vom großen Maya-Tempel. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, hier habe ich noch diverse Notizen gemacht. Und da habe ich einfach gemerkt, in dem Maßstab geht das nicht. Also es ist zu klein. Hier die Minen bin ich auch, also ja, kann man machen. Ist okay. Aber schön ist, finde ich, was anderes. Zielobjekte muss man auch irgendwie von der Skalierung her, also ich finde, wenn man erkennen soll, was es ist, dann muss es zum Beispiel der Steinkopf, muss dann, finde ich, auch schon in der Größe hier sein und nicht in der Größe, also die Kriegerstatue von den Mayas. Den Weg. Ich wollte wissen, ob weißes oder graues Betonpulver besser ist und habe mich dann hierfür entschieden, weil das natürlicher aussieht, nach Kalkstein oder sowas. Genau, da sind die Häuser und Lager, kleine Tempel, die ganze Nahrungsindustrie ist hier drüben. Die haben wir ja gebaut, das ist ja soweit bekannt. Ich glaube, hier habe ich 2 oder 3, genau, ich habe hier die Form ein bisschen getestet von der Agavenfarm. Und habe dann, glaube ich, hier 2 verschiedene Iterationen gebaut, wobei ich gerade nicht mehr weiß, was der Unterschied war. Ich glaube, die Fenster sind ein bisschen anders. Ah, okay, das hier ist noch die Form. Und das hier ist die Form, die ich am Ende dann benutzt habe. Genau, Agaven... Nee, Tequila-Destill hatte ich auch, glaube ich, 2 verschiedene Varianten wegen der Größe. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welche ich benutzt habe. Ich würde tippen die hier, weil die hier sieht wesentlich endgültiger aus. Hier mit den Bannern, da bin ich stolz drauf, to be honest. Das sind zwar Entities, glaube ich. Also ich glaube, das ist nicht so gut vom Lag her, aber... Das habe ich darauf bin ich echt ganz stolz. Bild-Battle mit meinen S4-Zuschauern. Ganz ehrlich, ich habe mir das die Tage noch gedacht, wenn ich nach der Maya-Stadt auch noch die anderen Sachen machen will, dann bleibt mir eigentlich gar keine andere Wahl. Dann muss ich das Gebäudedesign und mit den Schematics, ich muss das outsourcen. Es geht nicht anders. Ich kann nicht... Also das ist einfach viel zu... Also, den Bau umzusetzen, ist ja schon eine Sache. Aber dann muss ich ja auch noch im Vorfeld immer hier die Sachen vorplanen. Wobei, vielleicht sollte ich das auch öfter im Stream tun. Aber ja, das ist halt immer die Sache. Also keine Ahnung, vielleicht muss ich das mal irgendwie als Community-Event irgendwie machen. Dass vielleicht ein Gebäude, mit dem ich besonders Schwierigkeiten habe, oder eine Liste. Und dann können die Leute sich da battlen und... Die beste Version landet dann halt auch im Game. Genau, lass deine Zuschauer für dich arbeiten, stell das als Kundenwettbewerb in. Ja, so muss man das machen. Aber ich habe das Gefühl, die Resonanz wäre nicht mega riesig. Und zumindest so 1, 2 Leute müssten halt schon da mitmachen, damit das halt nicht total peinlich wird. So, mein Thema war aber, ich habe mich gestern... Also, hier ist der Steinmetz. Den habe ich bestimmt schon vor einem Jahr geprototyped. Ich finde ihn nicht schön, aber funktioniert. Es hat genau eine Person abgestimmt und die will den Screenscreen haben. Dann seht ihr gleich, wie ich den hochmache. Mich wirft das hier wirft mich komplett aus der Bahn. Wenn ihr euch den Steinmetz in Siedler 4 anguckt von den Mayas, der hat diesen Kupferteil, der geht auch eigentlich noch hier raus.
Ich weiß nicht, was der sein soll. Also was die Funktion ist. Ich weiß nicht, warum er aus Kupfer ist und nicht irgendwie aus Holz oder so. Das ist... Ich verstehe es nicht. Aber es kollidiert halt komplett mit dem Rest. Sicher, dass das Kupfer soll. Ich bin mir ziemlich sicher, weil das wirkt metallisch und es ist braun. Also würde ich schätzen, dass es Kupfer ist. Oder Bronze. Ja gut, Bronze ist aber, glaube ich, heller. Also es ist definitiv kein Holz, würde ich sagen. Ich meine, wir können... Ich habe gestern festgestellt, wir haben ja jetzt auch Mangrovenholz, was auch mit dem Texture Pack echt nice aussieht. So, das hier harmoniert, finde ich, schon mal direkt wesentlich besser. Pass auf, ich mache mal kurz den Greenscreen und hoffe, dass das funktioniert, weil ich habe hier kein entsprechendes Lichtsetup oder so. Ja, das funktioniert so halb, weil ich muss mich jetzt wieder umsetzen. Nee, die Zoom-Stufe stimmt nicht. Wieso stimmt die Zoom-Stufe nicht? Ja. Müssten die Einstellungen nicht bei allen Settings gleich sein? Properties. Kamerasteuerung. Zoom. Ach du Scheiße, ihr seht das sogar direkt. Nein. Andere Richtung. Ja. Fast. Wir haben es. Jetzt noch ein Stein. Nicht weiter zoomen. Wir sind leider sehr fummelig mit der Einstellung hier. Ich habe die auch eigentlich für die andere, aber ich glaube, der hat die nicht über die Dings hinaus übernommen, deswegen. So, funktioniert das halbwegs? Ja, fast. Ändert halt nichts daran. Nein. Das Ding ist, hier sind Zahlenwerte, aber ich kann sie nicht eingeben. Sonst, dass halt hier das Licht kommt. Da kann ich nicht viel machen, außer ein bisschen so. Jetzt bin ich aber irgendwo nirgendwo. Das ist so irritierend. Ich will da Zahlen eingeben oder zumindest irgendwie mit dem Pfeiltasten den Wert irgendwie verändern können, aber geht nicht. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit so einen Heiligenschein. Und das Mikrofon ist auch viel zu weit weg. Ich glaube noch, also ich habe jetzt leider noch schlechte Orientierung, wie wir das ändern können noch. Wenn wir. Nee, das ist auch nicht wirklich hilfreich. Ich würde fast behaupten, es sah ohne Greenscreen besser aus. Ja, aber wie gesagt, dafür ist die Belichtung einfach nicht. Und wie gesagt, so häufig, ich benutze die einfach zu selten, als dass ich da jetzt hier irgendwie richtige Ringlichter oder so hätte. Das ist jetzt eine Auto-Exposure. Ändert der das hier? Nee, doch, das ist tatsächlich eine Belichtungssache, Tatsache. Oh.
Ja. Und hier rüber. Muss aber doch ein bisschen. Nee, funktioniert nicht makellos. Nee. Das sieht halt einfach. Das ist der Weißabgleich, der sich hier ändert, ne? Was wir probieren können, ist Rollläden runter und dann Licht an. Ja, das sieht vielversprechender aus. So, wenn wir jetzt wieder ein bisschen rauszoomen. Jawohl. Ist passabel. Also zumindest. Nichts super Schlimmes jetzt an Artefakten oder so. Also, Time, Set, Day. So, also das ist das eine Problem. Ich überlege halt echt, ob ich jetzt einfach gerade sage, scheiß auf das Material, wir machen hier das Holz rein. Ich bin, wie gesagt, immer noch sicher, dass es in-game, dass es Kupfer sein soll. Aber wie gesagt, das passt halt eigentlich vorne und hinten nicht rein. Ich meine, wir haben noch andere Kupferarten, glaube ich, aber. Die tun es eigentlich auch nicht. So, und das andere Ding ist, daran habe ich gestern gearbeitet, haben wir nämlich Förster, Holzfäller und Sägewerk. Und hier stören mich halt vor allem. Also man sieht das Holz, was die verwenden, sehr, sehr schlecht. Man sieht, dass es halt so von unten, so Leisten von unten nach oben sind. Es könnte Bambus sein in einer anderen Farbe. Das ist möglich. Aber wie gesagt, das ist total schlecht zu erkennen. Ich meine, gut, die Dächer, mir war von Anfang an klar, dass die Dächer nicht schön werden. Vor allem werden sie teuer, weil ich habe nicht wirklich die Mittel, um Strohballen in Massen zu produzieren. Ja, ich glaube, ich muss noch ein bisschen die Kamera anpassen. Aber tendenziell so, dass ihr Sound habt. Ich hoffe nur, dass er nicht jetzt nicht auch die Einstellung für alle anderen Dinger ändert. Ja, super, da haben wir nämlich jetzt wieder die. Es muss so sein. Aber dann bin ich zu weit weg vom. Ist auch nicht gerade stufenlos, was wir hier machen, ne? So. Das ist besser. Also, wie gesagt, einmal habe ich die Mittel, um Heuballen den Mengen zu produzieren. Das wird, glaube ich, jedenfalls ein Krampf. Da muss ich gucken, dass ich da vorbereite. Aber hier finde ich das eigentlich noch ganz schön. Wobei, es verbindet sich hier nach oben hin, aber nicht nach unten hin. Das ist so ein Ding, das wollte ich. Also, ich weiß nicht, ob. Falls. Ich weiß nicht, ob Misa das schon weiß. Vielleicht muss ich ihr da mal von Screenshot schicken, dass sie da. Das ist wahrscheinlich irgendeine Property-File nicht richtig eingestellt. Aber wir haben hier eine schöne, hier mit Block of Stripped Bamboo und mit den Planks kommen hier ein paar schöne Connected Texture Sachen raus. Mir gefällt halt einfach nur, ich sag, ich finde, es sieht nicht schön aus, das vor allem hier. Deshalb überlege ich halt, ob wir hier eine andere Holzart nehmen, ob wir Jungle Planks, das würde halt auch total Sinn ergeben. Aber ich weiß halt nicht. So, das sind so die Sachen, mit denen ich mich dann stundenlang rumschlage. Scaling von dem Sägewerk hier, wegen den Steinen drumrum, das hat das auch ein bisschen durcheinander gebracht.
Facecam ist schon so nah rangezoomt. Ich hab sogar aus meinem Bildschirm raus. Nee, wir sind hier nicht bei The Ring. Vor allem, wenn ich jetzt gerade mal gucke, an die andere Szene, die wir gerade hatten. Ja, super. Also, wenn ich wieder Just Chatting mache, muss ich die Kamera wieder neu einstellen wahrscheinlich. Also wenn ich wieder ohne Hintergrund mache. Oder beziehungsweise dann muss ich gucken, was im Hintergrund zu sehen ist. Und ob das einigermaßen tauglich ist. Ja, das ist halt E-Kino. Also ich weiß nicht, was meint ihr? Ich komme irgendwie auf keinen grünen Zweig. Ich habe auch überlegt, auf Mangrove, ob das... Ich meine, das hat ja auch diese von oben nach unten... Aber irgendwie passt das von der Farbe her, finde ich nicht. Ich finde, wenn wir kurz mal hier gucken. Jetzt ist schon mal ein besserer Übergang. Aber gerade beim Holzfäller würde es ja echt total Sinn machen, wenn das alles aus einem Holz wäre. Also warum würde er seinen Unterstand für sein Holz aus einem anderen Holz bauen als seine Hütte? So, das ergibt keinen Sinn. Also was wir ansonsten noch machen können, ist, ich habe die Schwerindustrie schon auch irgendwann letztes Jahr schon vorbereitet. Also wir haben hier, das hier müsste, genau, Eisenschmelze, die ist sogar funktionell. Also die kann, ich kann theoretisch hier, wo er auch in S4 die Sachen reinpacken, hole sie hier raus. Goldschmelze genauso. Waffenschmiede ist halt hier. Nee, das ist Werkzeugschmiede, oder? Nee, das hier ist die Werkzeugschmiede. Das hier müsste die Waffenschmiede sein. So, und da hinten habe ich Platz für das... Ich habe das Pulverhaus habe ich eingeplant und das die Kaserne natürlich. Und dann brauchen wir noch die Werft, den Hafen und alle drei Schiffsarten. Also es sind noch ein paar Sachen, die Schiffe. Also die Schiffe, da graut es mir vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Unterstand muss nicht wohnlich sein, die Hütte schon. Ja, aber wenn du das Holz halt hast, ne... Ich glaube, ich habe jetzt auch gerade keinen Screenshot von den Sachen dabei. Also ich habe welche da von der Kaserne und so. Ich kann auch gleich mal ein Bild zum Vergleich in die Ecke hauen, weil das hier ist ja jetzt sowieso was Eigenständiges. Also ich bin inzwischen eigentlich ziemlich überzeugt, glaube ich, dass ich hier Mangrove Wood benutzen möchte, weil das einfach besser harmoniert. Also es passt weitaus besser als Kupfer. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Dass das wesentlich besser passt. Ich zoome mich noch ein bisschen weiter raus. Properties. Naja, so ein bisschen, ne? Schauen wir mal kurz von innen. Das ist kein Contest. Das ist definitiv besser so. Kupfer wirkt einfach sehr random, ja, und es glänzt so komisch. So, das hier wirkt halt auch wenigstens auch irgendwie, als hätte er es aus Teilen gebaut, die halt rumlagen. So am Anfang der Siedlung, du hast ein paar Steine oder so ein bisschen Holz, was nicht so wirklich zueinander passt, aber du baust dir damit deinen ersten Unterschlupf. So, aber Kupfer hast du da einfach rumliegen, oder wie? Ne? Deswegen... Na gut, hier der Fußboden, also ganz ehrlich, die Inneneinrichtung, da hätten wir theoretisch auch noch jede Menge Raum. Wir können da theoretisch alles drin unterbringen. Der Boden ist dementsprechend auch nicht fest. Weil das Innere von den Gebäuden sehen wir ja nie.
RTS sind nicht tot, sie sind nur Arbeit. Ja komm, dass du die Überschrift entschlüsselt hast, das ist jetzt aber nicht ein Riesending, oder? Brauch mal irgendwie die Möglichkeit. Pass auf. Wir nehmen mal kurz hier die Seitenwand. Die ist notfalls schnell wieder ersetzt. Das sieht halt schon mal direkt. Es ist aber irgendwie auch zu einfach, finde ich. Das sieht auch schon, sogar schon ein bisschen zu, also auch einfach zu makellos aus. Weil gut, die sind auch von oben nach unten, also das passt. Ja, komm, ganz ehrlich, wir nehmen Dschungelholz. Wenn nicht jemand noch einen anderen Vorschlag machen möchte, der 100-mal besser ist. Na, AFK, Nahrungsproduktion und so. Nee, da muss ich mich die nächsten Tage nicht befassen. Wir haben Suppe. Jetzt wird Suppe gegessen. Kann daraus bitte. Also, ich würde das maximal feiern, wenn jemand aus diesem einen Satz jetzt einen Remix macht. Komm, das harmoniert einfach. Auch jetzt hier mit dem Unterstand. Es ist Dschungelholz. Das ist genau richtig. Hier Mangrovenholz macht halt einfach von der Färbung her Sinn. Ist halt ein bisschen. Ich meine, gut, man kann jetzt überlegen, ob vielleicht Mangrovenholz dann hier als Fußboden nimmt. Ja. Aber der Fußboden ist eh beliebig austauschbar. Also den sieht man ja eh nicht. Also sowieso nicht von außen, da ist nichts vorgegeben. Den würde ich halt jetzt eher nur nicht. Also ich würde nicht Wände und Boden aus dem gleichen Material haben wollen, wenn es ein Holzgebäude ist. Ja, komm. Direkt viel besser. Huch, nein. Okay, das gehörte da nicht hin. Dann ist das gut, dass das auch nicht später Teil der Schematik ist. Aber wir müssen ja auch noch später, also wir müssen die Gebäude ja nicht nur bauen, wir müssen ja später auch noch schön Leute hier ansiedeln. Ich meine, wir haben ja schon einen Villager-Breeder vor Ort, aber es müssen noch mehr werden. Irgendwo müssen wir auch noch ein paar große Wohnhäuser unterbringen. Zumindest so ein, zwei Stück.
Huch. So, das Glas, muss man dazu sagen, gehört eigentlich auch nicht wirklich zum Gebäude, aber ich wollte es nicht leer lassen, wegen, das ist also, Glaspanes sind halt wenigstens subtil. Im Gegensatz zu, jetzt zum Beispiel zu den Iron Bars und, verdammt. So, von oben. Und es ist halt einfach sicherer, wenn hier keine Lücke ist. So, da, ja, es sieht besser aus. Es ist einfach, es ist besser. Und wahrscheinlich auch billiger wegen Bambu und so. Weil gut, ich meine, ich hab 3 Bambu-Farmen, aber... Man muss es jetzt ja trotzdem nicht übertreiben. So, wir können uns aber dann auch jetzt spannenderen Dingen zuwenden. Ich würde sagen, wir designen mal die Kaserne. Oder versuchen es zumindest. Ich packe euch mal gerade ein Bild rein. Einfach direkt eins aus dem Spiel extrahiert am besten. Wo ist es? Nee, warte. Ich hab's doch bestimmt irgendwann schon die Kaserne der Mayas mal rausgeholt. Wo ist mein Ordner? Ich wollte schon sagen, ich habe die Sachen nicht auf die Festplatte gepackt. Gebäude. Ja, Kaserne Mayas ist da. So, pass auf, wir brauchen eine Bildquelle. Nennen Sie mal Gebäudevorlage. Bei denen. Machen. Kaserne Trojaner, Kaserne Mayas. So. Fun will now commence. Natürlich total praktisch, dass die Transition auch kommt, wenn ich von der Szene zur gleichen Szene transitioniere. So, pass auf. Was benötigen wir für... Ich frag mich jetzt halt, was ist das für ein Gestein? Ich habe das Gefühl, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie irgendwas chiselt für oben und vielleicht auch für den Trainingsplatz. Aber ich finde, normaler Stonebrick ist zu hell. Also das Ding ist wirklich, heller wird's nicht, außer man geht auf Quarz und das ist halt einfach viel zu weiß. Aber es läuft, glaube ich, schon auf Brick hinaus. Dieses Entschlüsseln ist schlimm mit ADHS. Ja, was tust du denn auch mit deinem Leben? Kann ich doch jetzt nichts für. Du wolltest, dass ich das Skript zeige in Wingdings. Wir brauchen auf jeden Fall einen Target-Block. Glaube ich zumindest, dass man das vielleicht ganz gut einbringen kann. So, im Grunde genommen hat das Gebäude ja 2 große Teile.
Das Haus und den Trainingsplatz. Ich glaube, wir machen es uns einfacher, wenn wir mit dem Trainingsplatz anfangen. Ja, das habe ich auch nicht so konsistent gearbeitet. Ne? Teilweise ist das hier, sind die, ist der Boden auf den Lampen und teilweise ist er eben mit den Lampen. Kriegen wir eine schöne Musterung hin? Ja, schon so ein bisschen, ne? So, keine Ahnung, warum hier an der Ecke, also wenn ich mir jetzt das Gebäude da angucke, warum es auf der Ecke diese Erhebung hat, weiß ich nicht. Ich denke mal, zumindest so 2, 2,5, 3 Meter muss es hoch sein. Damit eine Trainingsattrappe mit der Größe eines Menschen hier stehen kann. Und man darauf schießen kann, ohne dass Leute, die dahinter herlaufen, in Gefahr sind. So, die Trainingsfigur ist ein bisschen... Ja. Hier, es gibt doch das teilweise, dass Leute da so irgendwie so Vogelscheuchen irgendwie draus machen. Wäre lustig wäre natürlich, wenn man hier wirklich noch irgendwie arme Beine macht und dann irgendwie eine Redstone-Lampe, die kurz leuchtet, wenn man trifft. Das wäre schon irgendwie cool. Löst ein Trident eigentlich sowas aus? Interessiert mich jetzt gerade. Game. Muss ich einmal Game Mode machen? Ach, warte, den kann ich. Hä? Ich kann den nicht werfen? Darf ich nicht? Weil der kein Enchantment hat? Na, dann gib mir halt den. Einfach F3 und F4, ja. Ach, so Hotkeys. Ich merke mir tatsächlich sehr selten solche Hotkeys. Müsste ich mir angewöhnen, aber tue ich nicht. Ja, funktioniert. Das heißt theoretisch. Redstone. Lamp. Das ist halt schon irgendwie cool. Es ist nicht detailgetreu. So gar nicht. Aber es ist eigentlich ein cooles Trefferfeedback. Also das würde ich eigentlich schon, wenn man es dafür auf der anderen Seite auch ein bisschen schafft, das zu dekorieren, fände ich das eigentlich total cool. Wie gesagt, da ist ja diese Zielscheibe mit Blau und Rot, mit Flügeln oder was das ist. Wir müssen Fenster dafür nehmen. Pass auf, wir brauchen einmal Crimson. Crimson oder Mangrove? Und dann brauchen wir Warped.
Okay, für das, was wir haben wollen, ist Warped besser. Und nach oben ist es ja so eine Art Federschmuck, ne? Das sieht total bescheuert aus. Aber ich meine, das ist sowieso schon viel zu viel für ein reines Zielschießen-Ding. Weil theoretisch könnte man hier oben noch einen Target-Block machen, dann hätte man halt zwei Teile. Warte. Warte, das können wir besser. Crimson Stairs. Das sieht, glaube ich, ein bisschen weniger fehl am Platz aus. Wenn wir es hinbekämen, dass der Warped Fence, also der Crimson Fence, dass da zwei wären. Dass er zwei Beine hat, das wäre irgendwie noch cool, aber ich glaube, das geht nicht. Nee, der verbindet sich nur mit denen. Aber noch irgendwas. Nicht wirklich. Oh, ich hab's. Wobei, warte, ich glaube, das geht. Doch, das geht. Es geht. Haben die Kollision? Nee, ne? Die haben keine Kollision mit Pfeilen. Ich will nicht auf diese. Was für eine Distanz kann ich bitte Schilder bearbeiten? Nee, keine Kollision. Was vermutest du eigentlich, warum S4-Kasernen keine Arbeitsanimation bekommen haben? Weil es nie eine Animation, also richtige Animation gibt, wenn Siedler den Beruf wechseln. Also ich vermute, dass es einfach... Ja, vor allem wenn du dann noch... Also sobald du es begrenzt, dass irgendwie die erst dann da stehen und dann noch irgendwie 5 Sekunden oder 10 Sekunden dann... arbeiten müssen, da hast du halt direkt das Problem, dass dir die Kasernen sofort volllaufen. Aber das ist... Ich bin gerade so froh, dass es Hanging Signs gibt. Das ist super. Vielleicht können wir jetzt noch das... Pass auf. Warped? Nee, Crimson. Die sind sogar ein bisschen lichtdurchlässig, ne? Wenn wir jetzt... Ich liebe es. Das ist so ein winziges Ding, aber ich bin gerade mega froh, dass wir das hinkriegen. So. Ich muss auch gestehen, das habe ich auch gerade bei dem Schreibstream bemerkt. Das ist ja so ein ADHS-Lifehack, den ein paar Leute... halt propagieren, dass einfach, wenn eine andere Person da ist, die muss nicht, also wenn die aufräumen und eine andere Person ist da, die muss nicht helfen, die Person, oder irgendwie, muss eigentlich nur da sein, vielleicht auch mit der Person reden, aber das hilft halt schon, dass man bei der Sache bleibt. Ich habe gesagt, normalerweise nicht so ein Problem, dass ich nicht bei der Sache bleibe, aber ich mache jetzt schon teilweise verschiedene Dinge zur selben Zeit. Und ich bin gerade einfach sehr begeistert davon. So. Und dann brauchen wir noch das Gebäude selbst und wir müssen gerade entscheiden, also zumindest... Ich will nicht einfach nur stumpf einen Block hier draufsetzen, wenn es auch irgendwie schöner geht. Das ist irgendwie... Und vor allem sieht die Wand auch ein bisschen platt aus sonst. Aber die hat jetzt auch nicht wirklich was Markantes. Ich meine, wir können theoretisch es so machen. Also es macht halt, ich finde bei Bricks macht das halt null Unterschied, ob du Stairs oder normale Bricks nimmst, also von der Textur her.
Das hier wäre auf jeden Fall sicherer. Wenn wir es so machen, dann läuft auch das Wasser ab. Das imaginäre Wasser. Und man hat es hier bündig mit der, mit der Attrappe. Ich finde es jetzt gerade nur ein bisschen weird, dass hier nur eine von denen ist. Also, es müssten zwei sein. Wir müssen zwei von denen setzen. Jetzt mal eine hier und die andere geht dann halt. Pass auf. Redstone Lamp. Pass auf, wir brauchen den Arrow brauchen wir ja nicht in der Hotbar. Huch. Und dann brauchen wir den Crimson Fence. Warte, gehen Crimson Fence Gates? Sehen die besser aus für das, was wir vorhaben? Sind ein bisschen zu weit außen, ne? Und ja, und die schweben. Fence Gates sind nicht wirklich dafür gemacht, alleine zu stehen. Die schweben in der Luft. So. Wie lerne ich bei dem Prozess auswählen auch die kleinen Blinkings auswendig? Ja, das dachte ich mir vorhin halt auch. So am Ende hast du irgendwie dir bei deinem Lebenslauf eintragen, Dechiffrierer, Decoder oder sowas. Aber du kannst es dir dann bei LinkedIn eintragen, so rum. So, aber ich hätte gerne die Wand ein bisschen weniger eintönig. Ich muss mal kurz. Ich habe ja auch noch meinen eigenen Screenshot. Wenn ich das jetzt im HD-Patch so sehe, die hat auch eine gewisse Musterung oben, wo der Kopf wäre. Ja, der hat ja einen Ja, das sieht man jetzt, glaube ich, bei euch nicht, aber hier sieht man das. Der hat. Nee, das ist. Ja, da sind so kleine Nischen drin. Hm. Abwechselnd Slabs und Stairs. Ich überlege gerade, ob ich die unteren beiden rein. Wie gesagt, das Ding ist hier jetzt sowieso im Weg. Ich würde sagen, hier oben die Reihe machen wir mit Chiseled. Und wenn wir dann nämlich hier unten dann so machen, dann haben wir auch diese kleinen Nischen. Jetzt nur sehr ungünstig, dass wir erst die Sachen hier gebaut haben. Huch, nein. Das sieht auch komisch aus. Zumindest hier außen muss es zumindest so sein. Dann können wir aber auch es so machen.
Weil dann sieht es gewollt aus. Und auch sieht es auch aus, als wäre es irgendwie statisch, irgendwie tragfähig. Ja, ich glaube, das ist gut. Theoretisch könnte man jetzt noch sowas machen wie hier. Wobei das... Ja, nee, das sieht auch sketchy aus. Ich glaube, das müsste man dann schon so machen. Dann wiederum müsste man aber auch hier und... Wieso macht er das denn jetzt nicht? Oh, ich liebe es, wenn er meint... Ne, er will nicht sich so verbinden, wie ich mir das vorstelle. Es gab einen Trick dafür. Es gab einen Trick dafür, dass der sich... Genau, dass der dann so bleibt. Zum Glück ist das... Das sind so Sachen, wo ich aber auch ganz froh bin, dass ich das jetzt hier vormachen kann. Und dann mich da nicht drum sorgen muss, wenn ich die Schematic in meine Hardcore-Welt einfüge, weil da habe ich dann Easy Plays und Easy Plays macht halt einfach so brrr. Warum habe ich das weggemacht? Das war gar nicht nötig. Komm schon, ich hab's doch gerade hinbekommen. Aber ich glaube, es geht nicht, wenn er sich schon in eine Richtung neigt, dann macht er das nur so. Fuck. Ja, dann ist es halt so. Also man könnte jetzt, ich weiß, das moderne Build-Tools mit das tatsächlich auch beliebig durchcyclen können mit den Block-States. Ich glaube, habe ich den Debug-Stick? Habe ich den nicht sogar mit Tweakeroo oder mit Lightmatica? Ich weiß gerade gar nicht, wie man den benutzt. Nee, das ist, glaube ich, eine andere Funktionalität. So. Das ist schon cool. So, jetzt brauchen wir noch das Gebäude selber. Genau, hier muss auch noch irgendwo ein Armor Stand hin. Wobei ein Armor Stand ist halt eine Entity, das ist halt immer Kacke. Also da ist mir so ein Teil hier eigentlich schon fast lieber. Einfach weil es physikalisch in der Welt vorhanden ist. Ersten Satz habe ich. Ja, das ist es aber auch. Das ist der Text. Ich sehe es schon kommen, wenn das Video draußen ist, wollen Leute, dass ich Videos über den LinkedIn-Cringe, der mir in den Feed gespült wird, mache und mich darüber irgendwie aufrege oder so. Rechne halt der Dauer, wie lange bis ich fertig bin. Ja, das war jetzt ein Satz. Das ist etwas über zwei Zeilen. Pass auf, ich zähle meine Titel mit. Wir haben 1310 Wörter. Du hast die ersten
38 übersetzt. So, pass auf. 1310. Nein, warte. 38 geteilt durch 1310. Du hast 0,029%. Nee, warte. Das ist. Nee, das ergibt keinen Sinn. Nee, du hast 2,9%, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. Das kommt hin. Ja, du hast knapp 3%. Also noch 33 Mal die Zeit, die du bis jetzt investiert hast, dann hast du den Text hoffentlich dechiffriert. So, und jetzt ist aber wenn ich mir jetzt aber das angucke, das Ding ist von der Textur her ist es eigentlich kompletter Blödsinn mit den Bricks für das Gebäude. Wir sind eigentlich die haben eigentlich eine ganz andere Farbe. Das ist eigentlich auch mehr so Andesite, ne? Polished Andesite, irgendwas in der Richtung. Aber wobei das passt. Wir können ja Chiseled benutzen. Anstelle von den. Also die Chiseled können wir normal benutzen und die normalen Bricks durch Andesite ersetzen. Dann wären wir eigentlich schon gut dabei, glaube ich. Da siehst du mal, was ich für ein krasser Fan bin, dass ich mir so viel Mühe gebe, deinen Content vorzukommen. Du bist ein Fan, wie sich Menschen nur wünschen können. Ich habe doch Andesite. Ich wollte schon sagen, Andesite Stairs gibt's, ne? Ja, das sieht wesentlich mehr nach dem aus, was wir kennen. Es sieht nicht so generisch aus. Und jetzt gucke ich dadurch auch nicht so aktiv den Stream. Jetzt tu aber nicht so, als hättest du sonst aktiv und aufmerksam auf mein Bild geguckt. Du wusstest, glaube ich, nie, was wir gerade gemacht haben. Warst du immer noch irgendwie damit beschäftigt, KIs zu entwickeln, Krebs zu heilen oder Zeitreisen zu erfinden? So, pass auf. Wir machen mal kurz einfach nur als Outline eine Zweiermauer. Shit, das hier ist, das hat eine, wobei, es ist eigentlich okay, ne, das hat eine, hat zwar eine Zweier, eine Zweierbreite, aber das ist okay. Es gibt auch keine Erhöhung, ich habe irgendwie im Kopf, dass da so eine Stufe vor dem Eingang war, aber das passt. Der Eingang hat so eine kleine Ausbuchtung, also eigentlich ist es eher sogar
Das Problem ist, dass hier eigentlich schon wieder Ziegel sein müssten. Aber ich glaube, so geht das. Da muss es aber eigentlich auch so sein. Das hier harmoniert nicht. Verdammt, wie kriegen wir das hin, dass wir hier ein bisschen Textur drin haben? Ich verwende tatsächlich nicht so gerne normalen. Das sieht auch nicht richtig aus. Komm, was haben wir noch alles Schönes hier? Cobblestone. Das ist zu dunkel. Polished Basalt. Wir waren bei Basalt geblieben. Blackstone, Polished Blackstone, Chiseled Blackstone. Ich will irgendwie so eine Ziegeloptik hier haben, aber mit der Andesitfarbe. Ich meine, das könnten die Tough-Dinger könnten das liefern, aber wir können halt un also wir können, selbst wenn wir Snapshot hätten, nicht testen, wie die mit Miselas Pack aussehen. Oder? Ich kann mal kurz gucken, ob sie im Dings hat. Ob sie in ihrem Discord vielleicht schon mal was geschrieben hat. Ich suche einfach mal Discord Tough. Nee, sieht nicht so aus, als hätte sie mal irgendwie da Screenshots oder so geteilt. Sehr schade. Ah, wie lösen wir das jetzt? Ich meine, was wir theoretisch tun könnten. Das sieht, also das passt halt wenigstens vom Material her. Oder? Warte, Andesite. Warum gibt es Andesite Walls, aber nicht Polished Andesite Walls? Mojang! What are you doing? Das kannst du nicht machen. Das Problem ist, das hier jetzt auf noch eine Höhe höher zu machen, geht auch nicht, ne? Weil gut, die Tür, das ist ja ein Eingang. So ein Eingang muss ja nicht 3 Meter hoch sein. So. Kriege das jetzt zu großen Teilen den Schlüssel, ohne auf die Wingdings-Übersetzung zu gucken. Ich weiß gerade nicht, ob ich beeindruckt oder besorgt sein sollte. Ich sehe es kommen, demnächst schreibt er nur noch in Wingdings. So, was haben wir noch an Chiseled-Sachen? Es ist eigentlich alles nur Chiseled-Bookshelves gibt es ja inzwischen. Sieht Chiseled Deep Slate aus.
Das stretcht sich aber genauso, ne? Also würde ich dann tatsächlich doch eher noch bei dem hier bleiben. Ja, hier die Mitte ist sogar kein Problem. Ich stelle nur gerade fest, dass das keine saubere Mitte hat. Das Gebäude viel zu breit ist. Also eher, wir müssen eher noch einen. So, weil sonst wird das Gebäude auf jeden Fall zu breit. Es ist eigentlich sogar jetzt schon fast zu breit. Okay, da muss es aber hier in die Richtung auch. Aber ist ja okay. Damit löst sich aber nicht das Problem, dass shit. Wenn ich halt in der Mitte so ein schönes 2x2-Feld hätte. Da könnte ich damit, beziehungsweise mit den Slabs, so eine Konstellation da reinmachen. Aber die habe ich nur, wenn ich hierhin noch ausdehne. Weil selbst dann nicht. Fuck. Ja, muss so laufen. Geht nicht anders. Weil das Ding noch größer machen, finde ich jetzt auch irgendwie weird. So, ich muss auf meinen Screenshot schauen. Polished Andesite. Warte, es gibt keine Chiseled Stone Brick Slabs?
Mojang. Das kannst du doch nicht bringen. Weißt du, ich dachte, ich mache hier jetzt was mit Slabs, dass wir nicht zu viele Layer hier haben. Nein, geht nicht. Da hätte man ja irgendeine Beständigkeit drin. Das sieht total scheiße aus. Aber ich glaube, wir können das hier ein bisschen abrunden. Wobei ist tatsächlich, wenn wir uns das ja angucken, das Dach steht ja eher ein bisschen über, als dass es abgerundet ist. Also Steindruckplatten am Rand zur Deko draufsetzen. Ich finde, Druckplatten sehen für sowas in der Regel nicht gut aus. Ich meine, ja, hat was. Aber ich glaube, das ist noch nicht die Lösung für unser Problem. Also wie gesagt, der Teil hier gefällt mir. Der Teil hier ist halt komplett nicht tragbar. Aber vielleicht können wir es tricksen. Wenn ich hingehe. Und jetzt sage, hier drüber machen wir eine Slab. Dann haben wir ja hier diese Einbuchtung. Slash Weber Clear. Sieht auf jeden Fall schon mal interessanter aus. Wenn wir jetzt mal aus der Perspektive uns hier angucken. Ich finde, aus der Perspektive hier erkennt man nicht, was es sein soll. Das muss man, finde ich, fairerweise einfach sagen. Und aus der Perspektive könnte ich es durchgehen lassen. Kriegen wir es noch irgendwie ein bisschen schöner. Es gibt ja leider keine Slabs, die so gedreht sind. Das wäre jetzt für diese Einkerbungen hier an der Seite total cool, wenn das gehen würde. Ja, theoretisch können wir zumindest den hier können wir machen. Aber wir machen sogar direkt zwei rein. Von innen macht es eh keinen Unterschied, aber ne? Man könnte natürlich jetzt hier auch noch das mit den so machen. Aber das ist halt also auf einem Trainingsplatz, glaube ich nicht, dass das so gut ist. Das ist eher eine Stolperfalle dann. Also ich glaube nicht, dass das dann so OSHA-compliant ist hier.
Holy shit, war das Fahrzeugmanufaktur oder Pulverhaus, was ich da noch eingeplant habe? Interessant. Ich glaube, Wagenmanufaktur macht mehr Sinn, weil die von der Struktur her recht ähnlich sind. Jetzt bin ich Sorge dafür, dass dein Patreon überflüssig wird. Was willst du jetzt dagegen tun? Mein Patreon und meine YouTube-Kanalmitgliedschaften werden nicht komplett überflüssig, wenn ich tatsächlich demnächst Content habe, der längere Zeit da exklusiv zu haben ist. So, das Video, was wir heute geskriptet haben, wäre keins, was langfristig da wäre. Es wäre halt kurz vielleicht mal, irgendwie für die Zeit der Premiere, aber nicht für so lange wie zum Beispiel jetzt die Songs of War-Analyse, von dem die erste Folge ja jetzt schon auch für Patrons verfügbar ist, bis ich und die aber halt nicht online gehen wird, bis ich die zweite irgendwann fertig habe. Nicht, wenn ich diesen Content runterlade und für alle hochlade. Ja gut, dann musst du aber auch damit rechnen, dass dein Kanal sehr bald einen Strike hat. Minecraft OSHA Edition wäre mal 100, wäre mal mega deutsch, darf auch gern vom TÜV vertrieben werden. Ja, ach, es wäre wundervoll. So, kriegen wir diese... Du verzeihst Strike für sowas. Also wenn jemand wirklich ein Video von mir, vor allem eins, das noch nicht öffentlich ist, so 1:1, ohne irgendwas, ne, also... Meine Reaction, selbst eine Reaction fügt ja noch irgendwas hinzu, wenn zumindest ein bisschen Mühe drin steckt. Und vor allem halt, wenn es ein Video ist, was sowieso nicht für die Öffentlichkeit, ne? So ein Re-Upload von einem Video, was gelöscht wurde, von lasse ich mir noch irgendwo gefallen, wenn es nicht aus guten Gründen gelöscht wurde, sondern irgendwie weil verloren gegangen oder so. Sowas ist okay, aber so Patreon-Content ist halt nicht, also gerade das ist halt echt, das kann man nicht stehen lassen, weil das einfach nicht gut kommt. So. Wenn wir jetzt von der Seite, also man muss halt echt sagen, ne, Siedlergebäude sind nicht darauf designt, von anderen Blickwinkeln betrachtet zu werden, als so irgendwie. Also so sieht das okay aus. Aber sobald wir halt von der Seite hier kommen, ist es lame. Ja, wir können theoretisch hier diese Wandnischen noch so ein bisschen reinmachen. Das würde gehen. Müsste das Kaserngebäude nicht vorne ein Feld weiter nach vorne gehen? Wieso? Nicht unbedingt. Nee, das ist nur der hier eigentlich. Also nur der Teil. Aber dann sieht es halt auch nicht mehr richtig aus, finde ich. Also das ist halt schwierig, weil hier ist dieser Teil, der ist relativ symmetrisch und dann käme theoretisch noch so ein Teil, der sähe aber auch nicht besser aus, wenn ich den jetzt noch einen nach vorne ziehe. Oder doch? Ich meine, wir können es mal probieren, aber ich glaube nicht. Und das hier ist jetzt aber auch sehr eng hier. Das müssen wir gleich irgendwie noch vom Innenarchitektonischen her korrigieren. Also, wir machen hier so, so. Die Übungsplatzmauer ging hinter dem Gebäude weiter. Nee, die schließt ab. Im HD-Patch sieht man das, die schließt ab. Also das ganze Gebäude um eins verschieben würde nichts bringen.
Das. Das ist eine innenliegende Ecke. Ja, das da könnte man sich fast noch gefallen lassen. So, dann ist aber trotzdem erforderlich, dass hier der Eingang, dass das nur 2 Meter sind. Auf, wir machen es. Machen es so. Das bringt uns aber nicht das, was ich. Das bringt uns nicht das, was ich wollte für den Innenteil. Doch, bringt das, weil wir den hier dann machen können. Weil von außen sieht es okay aus. Und innen können wir theoretisch noch mit einer Decke nachhelfen. Was passiert, wenn wir einfach den hier machen? Ich meine, wir haben jetzt auch noch nicht für Belichtung oder sowas gesorgt, ne? Das ist halt nichts an Innenausstattung. Wenn wir jetzt noch hier diese Nischen in die Wand reinhauen, dass die nicht ganz so perfekt gleichförmig aussieht. So, und von hinten müsste man das dann theoretisch auch machen. Hier geht's halt leider. Wobei, geht nicht. Weil wir müssten es hier auch machen. Und hier haben wir ja schon. Also von hinten ist das dann halt eine relativ abschließende Wand. Chat, was meint ihr? Mach vielleicht auch noch mal Tag. Also wie gesagt, mit dem Trainingsplatz bin ich total zufrieden. Also ich finde das ist ganz cool. Aber ja, das hier ist halt. Ich finde den Teil irgendwie sehr schwierig.
Das nächste wäre dann der Wagenbauer. Muss ich nur gucken, ob ich davon auch ein Gebäude das mal extrahiert habe. Ich glaube sogar ja, wegen meinem Video über Fahrzeuge. Ausbildungscenter. Unter welchem Namen habe ich denn gespeichert? Kartograf habe ich hier. Kopfdarmanufaktur habe ich hier. Ich stelle gerade fest, die Kartografenhütte aus Siedler. Also die Kartografenhütte, die die Römer bekommen sollten, sieht einfach. Die sieht noch ziemlich aus wie ein Siedler 3 Gebäude, finde ich, vom Artstyle. Stelle ich gerade so fest. Was? Singleplayer wurde für tot erklärt. Ja, es ist eine Weile her. Ich glaube, das war auch ein EA-Typ. Meint, die Leute wollen keine Singleplayer-Spiele mehr. Ist aber auch schon länger her, also. Okay, ich muss nochmal Grafiken extrahieren. So, welche von denen sind jetzt Gebäude? Da. Das sind aber die Baustellen, ne? Ja, dann, wenn ich mal merken könnte, wie das mit den Gruppen funktioniert. Da habe ich die Siedler, aber ich brauche, da ist der Clown, von dem niemand weiß, was er in den Dateien macht. Da sind die Fahrzeuge. Okay, wieso war ich denn jetzt gerade auf dem Trichter, dass die Baustellen und die... Ach so, okay, jetzt ist nur bei den Mayas so komisch sortiert. Oder? Doch, ja. Die haben es anders gruppiert. Die haben irgendwie Baustellen als oberstes Teil genommen. Da ist der Wagenbauer. So. Pass auf, dann haben wir den Wagenbauer Ayas. Dann tausche ich einmal kurz das Bild aus. Hey, ihr seht es sogar direkt. Voll gut. So, das sieht auf den ersten Blick ein bisschen einfacher aus. Zumindest in der Hinsicht, okay, das ist generell bunter. Das ist gut. Da können wir mit Sandstein oder so arbeiten. Pass auf. Sandstone und zwar am besten mit dem Cut, weil der mischt sich nicht. Bau bitte noch die Kriegsmaschine. Wenn die gut aussehen soll, wird die aber nicht da auf den Platz passen. Wahrscheinlich irgendwie Blue Terracotta oder so. Das ist Light Blue, was ich benutze, oder? Für die Türme und so, ja. Okay, Holz ist ganz klar Mangrove. Und ansonsten halt wieder Endeside, ne? Endeside war so ein Ding, das zog sich durch alles.
Das sieht sehr sketchy aus. Ich will keine Statistiken. Das sieht halt auch schon wieder nicht richtig aus. Das sticht eigentlich viel zu sehr hervor. Was haben wir noch? Was gibt's, haben wir also an Blöcken, was blau ist? Also Prismarine haben wir halt noch, ne? Aber ist eigentlich der falsche Blauton. Haben wir in der Burg schon benutzt? Aber das ist entschieden nicht dunkel genug dafür. Eine Dark Prismarine könnte man probieren. Ja, ich fasse schon so edel aus. Das ist eigentlich auch schon eher so grünlich. Das ist halt hier überhaupt nicht der Fall. Kann man selbst inzwischen aufrechtstehend platzieren? Nein. Du kannst es mit ein bisschen mit den Mauern faken unter bestimmten Umständen, aber es gibt noch keine aufrechtstehenden Slabs. Wir haben hier noch was haben wir hier? Strict Law. Also tendenziell schon mal nicht, oder? Warped Hive? Könnte das funktionieren? Wir probieren einfach mal, ja? Ja, so tendenziell schon mal nicht so. Ich glaube, das ist auch eher, ist eher nicht und das hier ist halt. Nee. Also, das Holz hat was, aber auch. Das ist eigentlich auch der falsche Farbton und das. Es sieht nicht steinig genug aus. Das ist der falsche Farbton. Wolle. Cyan Concrete? Es ist nicht Cyan, was wir hier haben. Und wenn ich nochmal gucke auf Concrete, das hier ist schon wieder zu krass. Also Concrete ist ja sehr kräftige Farben. Vielleicht Deep Slate. Deep Slate? Also von der Farbe her stimmt das auf keinen Fall. Von der Textur her könnte es den Zweck erfüllen. Deep Slate Lapis Ohr. Oh Gott, da bin ich ja nur noch am Suchen. Ice Lab. Das ist chiseled. Welche davon sind Tiles? Okay. Ich finde, Deep Slate ist auch irgendwie so ein Ding. Weil das eine kriegst du ja, also irgendwie verhält sich ja Deep Slate, glaube ich, umgekehrt zu Cobblestone. Im Verhalten. Weil du kannst, glaube ich, doch irgendwie aus dem einen nicht das andere craften oder so. Ich verwechsel mal, was davon ich brauche. Boah, Creative, du legst ja richtig jetzt zu mit der Geschwindigkeit.
Du hast immerhin schon den ersten Absatz durch. Ja, to be fair, Schwarz ist jetzt, so ein Schwarzton ist weniger offensiv, aber es ist halt schon Blauton, der da ganz klar dabei ist. So, pass auf. Hier, das hier benötigen wir nicht. Geh nach Hause. Wir wollen dich hier nicht. Ach du Scheiße. Das Ding ist halb Tür. Ich glaube, hier hätte es Sinn gemacht mit dem, hier mit dem Teil anzufangen. Das hier müssen wir gleich verschieben. Aber ist ja zum Glück nicht super komplex. Früher hat man Hieroglyphen, interessiert heute Wingdings. Wingdings sind moderne Hieroglyphen, wenn man es so betrachtet. So. Wir nehmen Coarse Dirt. Habe ich, glaube ich, vorhin auch hier irgendwo bestimmt vergessen, ne? Okay, es muss so sein. Es ergibt auch mehr Sinn. Ach Mist, ja, jetzt hier hab ich's auf dem Teil gebaut. Das heißt, ich muss es,
muss das auch eins runterschieben. So, pass auf. Hier haben wir einen Übergang. Dann haben wir, kommen wir Mangrove. So, dann passt, haben wir hier diese Stützen und es passt trotzdem noch irgendwie vernünftig was durch. Den hier machen. Mangrove. Jetzt müssen wir hier da sind halt immer Kacke, wenn du so Stufenteile baust. Und vor allem, das hat ja auch noch. Ja, das ist ja auch noch da. Warum, wozu auch immer. Machen wir den. So und hier. So. Wenn wir jetzt hier zumachen, ist natürlich jetzt nur hier Kacke. Weil es nicht aufliegt.
Und wir können natürlich auch keine Slaps mischen, weil das wäre ja sinnvolles Spielfeature. Das gucken wir uns gleich an. Erstmal, wir müssen zwei Dinger unterbringen. Und zwar irgendwie erstmal so hier. Und dann theoretisch noch ein größeres. Das haut überhaupt nicht hin. Das haut nicht hin, wenn wir das nicht ein Stück nach hinten ziehen. Selbst dann wird's eng. Ja, macht auch irgendwo Sinn, dass die Wand hier ein bisschen dicker ist. Den. Und dann hier. Das löst zumindest elegant schon mal hier an der Stelle das Problem. Aber leider nicht umfassend hier an der Stelle. Warte, ich habe eine Idee. So, temporäre Blöcke bitte. So. Ich meine, eins muss man sagen, das Dach ist auf jeden Fall schon mal interessant. Es ist auch nicht eben, sondern eher so. Also ich muss gestehen, wenn wir jetzt hier oben noch irgendwie eine Lichtquelle gleich haben, dann könnte das ganz cool aussehen bei Nacht. Aber das ist, ja, Dächer sind schwierig.
So, das hier ist ein bisschen zurückgezogen, das ist aber okay. Ja, das funktioniert gerade besser, als ich dachte. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie das hier lösen. Weil hier schließt es schön ab und hier nicht. Sind die Gebäude eigentlich historisch korrekt? Also, ich glaube, in Grundzügen entspräche es der Art und Weise, wie es, also es entspräche schon irgendwie der Art und Weise, wie die Mayas solche Gebäude gebaut hätten, weil sie schon ihre eigene Architektur halt hatten. Also sie haben viel mit geometrischen Formen, also gerade mit geometrischen Formen gearbeitet. Ist auch sehr quadratisch oft. Also das ist schon gut eingefangen. Verkehrte Treppe, das ist zumindest kein Spalt. Stimmt. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Aber die Mayas hatten zum Beispiel jetzt keine Eisenschmelzen, einfach weil sie kein Eisen hatten. Also die war es auf jeden Fall, also da habe ich auch ein Video zu gemacht tatsächlich, wenn mich das interessiert hat. Der Tempel ist von Maya-Pyramiden inspiriert, beziehungsweise von, ich glaube, von zweien von denen in Tikal ganz besonders. Der kleine Tempel hat erkennbare Anleihen, finde ich, von vom Tempel der Sonne ist das. Der hat nur, dass halt der ursprüngliche Tempel hier noch so Treppen drunter hat. Die haben sie weggelassen. Ich vermute, weil sie wahrscheinlich bei den Römern schon gemerkt haben, dass Treppen in der Arbeitsanimation nicht gut sind. Und solche Burgen hatten die Mayas, soweit ich mich erinnere, auch nicht. Also generell, Burgen sind sowieso so eine Sache, die auch eigentlich, also klar, die Römer hatten ihre Kastelle, aber so eine Burg wie das da ist halt schon fürs Spiel dann. Aber es war doch einfach eine Sache, weil es halt auch dann einfach auch nicht der Bedarf so für bestand. Die Mayas haben auch nicht viel mit Belagerungswaffen oder so gehabt. Das ist tatsächlich auch so eine Sache, warum. Ich glaube, es ist auch ein Grund, warum der Feuerspeier am Ende drin war. Weil sie, als die Mayas irgendwas brauchten. Ich weiß zwar nicht, warum sie dann ausgerechnet den Mayas Schießpulver geben mussten, aber. Ja. So, wenn man jetzt. Ich will jetzt einfach nur mal gerade wissen, wie es aussieht. Werden wir jetzt da oben noch Lichtquellen reinpacken? Huch, das funktioniert gar nicht. Time set night. Ah, es hat was. Es hat schon was. Ich. So. Wenn man hier eine kleine. Also hier macht es schon fast Sinn, so einen Innenraum zu haben. Dass du hier eine Leiter hochgehst und dann hier einen kleinen Dachboden hast. Und dann hier so ein kleines. Dann das Schlafzimmer irgendwie hier oben wäre. Das wäre irgendwie. Also, wenn mir sowas hier nicht am Anfang eines Playthroughs total viel zu viel wäre, für viel zu wenig Fläche und so. Würde ich glatt sagen, das hier wäre ein cooles Starterhaus. Also damit könnte ich irgendwie total leben. Ich finde es echt krass, wie sehr du auf Rechtschreibung achtest bei einem Skript, was eigentlich niemand steht. Ich habe tatsächlich überlegt, ein paar Mal im Stream zu fragen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich bestimmte Sachen groß oder klein schreiben muss. In dem Zusammenhang, also in dem Kontext, in dem ich die Wörter verwende. Aber das Skript bekommt ihr tatsächlich zu sehen, weil es auch, weil ich spreche es ja genau so ein. Und deshalb wird das dann auch für die Untertitel benutzt. Also die lade ich ja dann auch nochmal hoch. Das heißt, ihr könnt es zu Gesicht bekommen. So, kriegen wir jetzt auch irgendwie hier einen Feuerspeier hin? Das wäre irgendwie jetzt sehr lustig. Wenn wir das noch irgendwie schaffen würden. Oder zumindest so andeutungsmäßig.
Oder ein Teil von einem Feuerspeier, dass man irgendwie sagen kann, hier ist einer im Bau, dass die Fläche hier nicht so frei ist. Diesmal kann man es sogar sehr früh zu Gesicht bekommen, zumindest wenn ich das bis zum Ende durchziehe. Tja, man muss halt früh den Hype generieren, ne? Der Feuerspeier, wie sieht der aus? Zumindest wie so das Gesicht, ne? Dass man vielleicht irgendwie sagen kann, dass hier ein Teil liegt von einem Feuerspeier. Aber ich glaube, dass also in der Größenordnung, dass man es erkennen kann und es hier hinpasst. Ich glaube, das ist nicht drin. Also soll ja auch irgendwie vom Maßstab her zum Gebäude passen. Und nicht total überdimensioniert. Also. Weil, warte. Ich habe doch ein paar Drachenköpfe. Der sieht so. Ja, der sieht aus, als hätte. Von vorne sieht das aus, als hätte die Augen zu, aber die Augen sind hier an der Seite. Wenn du einen Rad auf dem Boden liegst, bzw. liegend baust. Ja, sieht aber auch irgendwie komisch aus. So, pass auf. Ich weiß auf jeden Fall, wir wollen einen Drachenkopf irgendwo haben. Also ich finde, das passt. Also das ist jetzt irgendwie mal so ein kreativer Sprung, den ich mir erlaube, weil das einfach sich anbietet. Dann brauchen wir Blackstone oder, ja, Blackstone macht eigentlich total Sinn wegen Polished vielleicht? Polished Blackstone? Ist mir eigentlich, wobei das ist mir echt noch zu Polished Deep Slate. Weil der sieht doch so schön, ja. Das sieht jetzt, warte. Das sieht ja so ein bisschen aus wie Füßchen. Ich könnte jetzt so ein Human Centipede hier draus machen. Das würde gehen. Moment, wo habe ich die Fahrzeuge? Fahrzeuge sind irgendwie bei 20, glaube ich, ne? Gruppe 20. Hier ist ein Siedler. Die Fahrzeuge kommen vorher, ne? Die kommen vor den Gebäuden. Hier, das sind Gebäude. Bedienelemente. Siedler. Da. Save selected to disk. Wobei, warte, habe ich nicht so. Habe ich vielleicht sogar schon einen extrahierten Feuerspeier? Ich habe die Balliste, ich habe das Katapult. Ich habe nicht den Feuerspeier extrahiert. Ich finde es voll Togo, dass du deine OnlyFans-Cam einsetzt.
Das ist auch sofort ein Standard-Feature. Nee. Oh. Super, er tauscht das Teil aus. Ohne eine Transition. Ah, okay, so kann ich es machen. Sehr gut. Ohne dass ich dass dann wieder 7 of 9 euch begrüßt. Warum nicht? Weil das hier jetzt relativ speziell eine Art Behind-the-Scenes Stream ist. Das hat so Goldakzente, ne? Können wir den Kopf... Ja, wir können ihn an das Teil dran setzen. Oh, sehr schön. So, der hat nur zwei große Räder vorne und das Ding ist ein Dreirad im Grunde genommen. Und noch mit einem sehr klapprigen Gestell. Aber was nehmen wir jetzt als kleines Rädchen? Schleifstein ist gut. Warte. So, genau. So, ja, schön. Kann ich die auch... Konnte man die nicht auch kopfüber? Ja, konnte man. Das ist perfekt. Ein Hoch auf Easy Play später. Das ist jetzt schade, dass das Holz nicht übereinstimmt, aber kann ich mit leben? Polished, Blacks. Nee, nicht Blackstone, sondern Deep Slate. Mann. Jetzt vielleicht auch irgendwie. Nee, das sieht auch komisch aus. Ich habe überlegt, weil das ja, weil der oberhalb der Augen auch noch so eine Stirn hat, aber ich glaube, das sieht noch weirder aus als sonst. Akzente irgendwie unter.
ist aber jetzt. Dann muss es doch Polished Blackstone sein. Nicht Deep Slate. Weil ich Deep Slate eigentlich von der Textur her sehr viel schöner finde. Langsam, ich kann jemand anders mit der Entschlüsselung weitermachen. Du wirst doch jetzt nicht etwa schwächeln? Dann brauchen wir nochmal den Grindstone. Wieso hat jetzt. Achso, nee, das eine ist so ein. Durch so eine Halterung, ne, um das, damit das, damit dieses Teil irgendwie auch nur den Anschein vermittelt, dass es irgendwie statisch halten könnte. Hat er hier jetzt auch so, irgendwie so eine Eisenstange drin? Lightning Rods vielleicht. Man hat den Vorteil, es gibt eine Lichtquelle. Und dann die Lightning Rods. Links hier oben drauf ist so ein Tank. Ja, da macht Copper, ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Waxed und Cut, bitte. Achso, aber die setzen sich nicht so zusammen, ne? Ich fände es natürlich jetzt cool, wenn hier irgendwie noch wenn man in diesen Kopferblock noch irgendwie einen Shroomlight oder so reinmachen könnte, weil es sieht dann wirklich aus wie Treibstoff. Warte, wie geht's? Was passiert mit Glass Paints? Wenn wir so einen Braun, Orange, sowas irgendwie. Du siehst den Unterschied halt auch wirklich kaum.
Item-Frames sind nicht verschiebbar mit einem Pisten, ne? Aber. Oh, ich weiß, was wir machen. Das müsste gehen, oder? Oh nee, ich glaube, es geht nicht, ne? Item-Frame, möchte ich jetzt wissen. Wenn wir dann Item-Frame hinpacken, dann brauchen wir einmal Glas. Ich würde sagen, wir nehmen tatsächlich das Orangene, weil das ist bunter. Wir brauchen Pisten. Wir brauchen Redstone. So, pass auf, da haben wir Glas. Dann haben wir hier so. Nee, funktioniert nicht. Wäre ja auch zu einfach, wenn das funktionieren würde. Weil mit einem Armor-Stand würde es gehen. Aber das Ding ist, der Glow-Item-Frame selber ist ein Block, aber auch eine Entity. Der ist beides. Die Entity kann existieren, aber der Block nicht. Sniffer-Egg. Mal angucken, wie Sniffer-Eggs aussehen. Oh, warte, wir haben ja die Decorated Pots jetzt. Die habe ich auch für den Förster benutzt. Das passt sogar noch besser, oder? Für so einen Tank. Decorated Pot. Das Ding ist, wir können nicht sehen, was darin ist. Das ist halt echt traurig. Wenn man das Item sehen könnte. Er kann ja nur ein Item aufnehmen. Wenn man das sehen könnte, dass das hier oben so ein bisschen rausschaut, dann könnte man da Shroomlights reinpacken und hätte dann hier oben so. Und hier hat man auch noch einen schönen Effekt mit der Endrod. Das ist auch cool. Das sieht überhaupt nicht wie das Teil aus. Es sieht nicht annähernd so aus. Also das Teil müsste man auf einem Maßstab bauen, dass das hier gar nicht reinpassen würde. Das muss doch irgendwie was geben. Minecraft Entity Inside Glass. Meine guten unsichtbaren. Ja, das ist so ein Ding, wo diese unsichtbaren Armor Stands hilfreich wären. Aber ich finde die nicht mal, also gar nicht so cool sonst. Also ich weiß nicht, ich habe mich da mal gegen gesträubt, sowas zu installieren. Aber es gibt mir eine Ausrede, den Drachenkopf zu benutzen. Also, ja. Ich glaube, damit kann ich leben. Ich glaube, ich muss öfter solche Streams machen. Weil das ist jetzt, also ich habe das Gefühl, wir kamen hier tatsächlich doch mal voran. Dann kann ich vielleicht die Dinge auch mal wirklich irgendwo platzieren in der Welt. Und dann haben wir unsere schöne Maya-Stadt und
machen da ganz viele Testificates rein, also ganz viele Dorfbewohner und haben dann eine ganze Stadt für uns. So scheiß auf irgendeine Trading Hall. Wir haben einfach eine komplette Maya-Stadt. Aber ich mache jetzt auch Schluss. Also ich bin jetzt auch schon fast 4 Stunden wieder dran. Also ne, der Stream plus der davor. Ich danke fürs Dabeisein für die Facecam-Premiere heute. Mal gucken, ob wir das öfter machen in nächster Zeit oder ob es das vielleicht erstmal auch wieder war. Ja, und ansonsten muss ich gucken, wie ich die nächsten Streams plane. Bis dahin.